Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu meiner kleinen College of Wizardry Nibelungenreihe, zu den Häusern tatsächlich. Und endlich auch das fünfte von fünf Häusern, zum letzten, das Haus Molin. Oder Molin? Molin? Oder Molin? Ich weiß es nicht genau. Eins von beiden. Genauso wie ich mir über Flamel und Flamel nicht richtig einig wurde. Aber was soll's. Haus Flamel. Gründer ist Jakob Abraham Molin von Worms, legendärer jüdischer Zauberer und Kabbalist. Das Symbol ist der Golem, der tatsächlich das Symbol der jüdischen Kabbalisten war. Die Farben sind Grün und Kupfer und die Attribute sind List und Loyalität. Haus Molin ist ein sehr traditionsbewusstes Haus, was ich ziemlich cool fand. Und das Wappen ist tatsächlich folgendes. Tada! Tatsächlich auch eins, was ich unheimlich genial finde, allein wegen dem Golem tatsächlich, der noch diese grünen Maserungen hat und den Runen an der Seite und natürlich dem Stern noch als Zeichen für die jüdische Kultur, finde ich ziemlich geil gemacht, wenn ich ehrlich bin. Zu der Geschichte von Haus Molin ist tatsächlich für mich persönlich die interessanteste Geschichte von allen Häusern. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich glaube, ich komme im Laufe des Erklärens nochmal darauf zurück, warum mir diese Geschichte so sehr gefällt und warum es tatsächlich schwierig war, mich zwischen Krabbat und Molin als zweite Wahl zu entscheiden. Grimm war natürlich definitiv erste Wahl, das stand fest, relativ schnell sogar. Und zweite Wahl, falls das mit Grimm nicht geklappt hätte, war ich mir nicht sicher, ob ich dann zu Krabat oder Molin wollte. Jedenfalls geht's erstmal los. Jakob Abraham Molin war ein sehr, sehr enger Freund von Johann Georg von Faust, der ihn tatsächlich auch für das Nimbus gewonnen hat und ihm am Ende anbot, dort auch ein Haus zu gründen. Beziehungsweise ihm wurde die Hausgründung angeboten. Nicht von Johann von Faust, sondern von Margarete, die ja im Endeffekt Rektorin des Hauses des Nimbus war. Als Faust sich dazu entschloss, zum Tschocher zu gehen, hat er seinem engsten Freund natürlich angeboten, ihn zu begleiten, genauso wie er auch schon seiner Frau angeboten hat, ihn zu begleiten. Im Gegensatz zu seiner Frau hat sein Freund Jakob ihm tatsächlich aber zugestimmt und ist mit ihm nach Tschocher gegangen. Anfangs jedoch sehr widerwillig noch, weil er sich sehr hin und her gerissen fühlte zwischen der Loyalität seinem engsten Freund gegenüber und der Loyalität seinen Schülern gegenüber, die nun mal eigentlich ihn auch brauchten. Hat sich allerdings im Endeffekt dann für seinen Freund entschieden, was seine Schüler tatsächlich auch verstanden haben, denn sie feierten eigentlich seine Loyalität gegenüber seinem engsten Freund. Und Jakob selber, beziehungsweise Jakob Molin, entschied am Ende, dass sein Freund ihn dringender brauche als seine Schüler. Damit seine Schüler jedoch nicht ohne irgendetwas von ihm dastehen, hat er einen ziemlich genialen Entschluss gefasst. Nämlich hat er einen Golem erschaffen, der ein ziemlich genaues Ebenbild seines Geistes und Wissens darstellte und an seiner Stadt an der Schule lehren sollte. Finde ich ziemlich genial. Das war schon so der erste Punkt, wo ich mir dachte, wow, cool. Dadurch, dass die Schüler die Loyalität Molins zu seinem engsten Freund sehr hoch schätzten und sehr ehrten, aber natürlich auch gesehen haben, dass er ihnen gegenüber große Loyalität zeigte, indem er ihnen eben diesen Golem hinterlassen hat, nahmen sie den Weggang Molins vom Nimbus tatsächlich besser auf, als die Schüler des Hauses Faust den Weggang ihres Meisters aufnahmen. Deshalb können sie tatsächlich die Schüler des Hauses Faust sehr gut verstehen, denn auch sie haben ihren Meister verloren. Aber im Endeffekt haben sie das Ganze besser aufgenommen und besser verarbeitet. Im Endeffekt hatten sie ja auch noch etwas von ihrem Meister. Jahrzehntelang lehrte also dieser Golem am Nimbus und trug das Wissen Molins an die Schüler weiter. Jedoch blieb er vor knapp 50 Jahren auf einmal stehen. Und bisher sind alle Bemühungen, ihn wieder zu reaktivieren, gescheitert. Meine persönliche Vermutung dahingehend, warum er stehen geblieben ist, war tatsächlich, dass Molin eventuell gestorben ist und deswegen auch sein Golem stehen blieb. Was mir im ersten Moment eine ziemliche Gänsehaut verursacht hat. Was ich aber
unfassbar feiern würde, wäre, wenn tatsächlich irgendwo auf dem Gelände vom Chocha jetzt so ein Golem rumstehen würde. Ach, vom Chocha. Vom Nimbus natürlich, nicht vom Chocha. Wir sind ja am Nimbus. Wenn tatsächlich am Gelände vom Nimbus dann dieser Golem irgendwo rumstehen würde, das wäre sowas von genial. Aber selbst wenn sie es nicht eingebaut haben, ich liebe diese Geschichte einfach nur. Auch wenn sie in meiner Vorstellung ein ziemlich fieses Ende genommen hat. Aber eigentlich muss ich sagen, Molin ist mit einer der sympathischsten Gründer bisher. Also meiner Meinung nach. Neben Krabat natürlich, wie schon erwähnt. Ja, ach, ich mag es einfach. Es verschlägt Studierende des Hauses Molin sehr oft nach Chocha für eine Art Zweitstudium. Jedoch sehen sie das Haus am Nimbus immer als ihr wahres Haus an. Wie man sicher an der Beschreibung schon gemerkt hat, legt Haus Molin sehr viel Wert auf Loyalität. Im Prinzip hat jedes Haus so seinen gewissen Hauszusammenhalt und sieht sich selber als eine Art Familie. Doch nirgendwo ist das so präsent wie in Haus Molin. Sie sind nicht einfach eine Hausgemeinschaft, sie sind tatsächlich eine Familie. Und gestärkt wird das Ganze nochmal durch diverse Traditionen und Rituale, die das Haus tatsächlich führt und pflegt. Traditionen sind tatsächlich ein sehr, sehr zentrales Element im Hausgefüge von Molin und es gibt so furchtbar viele davon, dass man sie eigentlich schon fast nicht mehr zählen kann, was für Außenstehende im ersten Moment etwas befremdlich wird. Wenn ich mir das so überlege, wäre das bei mir wahrscheinlich genauso. Wenn man aber natürlich im Haus selber drin ist und das Verständnis dafür hat, ist das wiederum was anderes. Allerdings sind diese Traditionen auch ein Teil des Bestrebens der Schüler, das Erbe von Molin so zu erhalten, wie sie es vom Ursprung an gewohnt sind und nicht wie das, was das Tschocha im Endeffekt draus gemacht hat. Auch ein sehr interessanter Punkt an Haus Molin ist, dass die Schüler und Studierenden sehr gerne mit einer Art Geheimcode kommunizieren. Sie benutzen sehr oft Geheimcodes und verschlüsselte Botschaften, was den Hauszusammenhalt auch nochmal in gewisser Weise zusätzlich stärkt. Viele Mitglieder haben eine Leidenschaft für das Entschlüsseln von Texten, Geheimcodes und kryptischen Kommunikationsmöglichkeiten entwickelt. Dadurch bekommen sie oft Einblicke, die anderen durchaus auch mal verborgen bleiben, was ihnen auch die in den Attributen genannte Listigkeit dann mit einbringt, sozusagen. Es gibt das böse Vorurteil, dass das Haus und die Schüler nicht davor zurückschrecken würden, andere auszutricksen, reinzulegen und sich unfaire Vorteile gegenüber den anderen zu verschaffen. Das ist definitiv nicht der Fall. Das wirkt auf Außenstehende manchmal so, gerade weil in dem Hausgefüge eine Art eigene Kommunikation herrscht und nach außen nun mal nicht viel dringt, sozusagen. Aber das ist definitiv ein Vorurteil, das ist nicht so. Die Vorteile, die sie sich erhaschen, die bekommen sie eher durch ihre Gewitztheit und den scharfen Verstand, den sie tatsächlich an den Tag legen. Zum Beispiel finden sie jedes noch so kleine Schlupfloch in jeder noch so komplizierten Regel und nutzen es für sich, ohne das Ganze jedoch kreativ auszulegen, wie es zum Beispiel im Haus Grimm der Fall wäre. Nein, Molin ist definitiv durch und durch ein ehrenhaftes Haus. Sie wissen lediglich, ihre Vorteile richtig zu nutzen und einzusetzen. Das finde ich einen sehr genialen Punkt. Ich weiß nicht genau, wie ich den am besten zusammenfassen soll. Ich habe den letzten Teil jetzt mehr oder weniger aus dem Designdokument übernommen, weil ich nicht wusste, wie ich das in eigene Worte fassen sollte. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ungefähr verstanden, was damit gemeint ist. Gerade diese Kommunikation über kryptische Texte und Geheimcodes finde ich ziemlich genial. Und ich bin auch ein ziemlich großer Freund von Runen und Runenalphabeten bzw. der Kommunikation über solche. Gerade was zwergische Runen, elbische Runen, was auch immer anging, war ich immer sehr fasziniert davon und eigentlich wäre Runenkunde auch was für mich gewesen. Ich glaube aber nicht, dass das in meinem Pfad bzw. Institut mit drin ist. Aber wie gesagt, Molin, das letzte der Häuser und für mich tatsächlich eines der interessantesten bzw. das mit der interessantesten Geschichte. Gerade die Sache mit dem Golem fand ich auch unfassbar genial. Und ja, das war es im Prinzip zu den Häusern. Dann habe ich euch jetzt alle fünf vorgestellt und möchte dann im nächsten Teil entweder auf die Pfade oder auf die verschiedenen Institute nochmal näher eingehen und vor allem natürlich auch auf die Jahrgänge und die Rollen, die die verschiedenen Jahrgänge dann in dem Lab spielen werden. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Zwischendrin werde ich wahrscheinlich immer so ein paar allgemeine Infos raushauen, die dann quasi mit dem
der Planung des College of Wizardry zu tun haben, wie zum Beispiel das letzte Video, das ich hochgeladen habe, wo dann das Casting bzw. die Zuteilung der Charaktere stattgefunden hat. Auf jeden Fall auch immer Infos, die ich denke, die für euch ganz interessant sein könnten. Ansonsten dürft ihr gerne auch meine Let's Play-Videos weiterverfolgen. Ja, das ist eigentlich ein Let's Play-Kanal. Überraschung. Ihr dürft da gerne auch mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ich finde immer, das ist so was ganz Nettes für zwischendurch. Mal vielleicht auch ein bisschen zum Abschalten. Gerade die Spiele, die ich momentan so ein bisschen spiele. Ich muss ja auch mal etwas Werbung machen, ne? Dann sehen wir uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in die Häuser bieten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.